Markus, wir sind am Weg in den Lungau. Was haben wir heute genau vor? Es soll eine Überraschung werden für dich, das auf jeden Fall. Es geht um Outdoor-Sport für dich, ja, der ganz besonderen Art. Und zweitens um Kulinarisches. Das klingt sehr gut, das ist genau meins. Du, und kommen wir überhaupt so weit heute mit dem Auto? Also das Elektroauto ist aufgetankt und ich bin ja dann bei einem Salzburger Kraftwerk und da haben wir genügend Power, glaube ich, dass wir das Auto aufladen. Und dass wir wieder retour kommen. Auf jeden Fall. Brauchst dich nicht fürchten. Schön. Wir sind mittlerweile in St. Michael im Lungau angekommen und das ist jetzt quasi deine Endstation. Aha. Ich hau dich da jetzt einfach raus, davon. Ernsthaft jetzt? Ja. Bei der Murinsel, ja. Elisabeth allein im Lungau. Und wir machen jetzt die richtig spannenden Sachen. Markus hat für mich einen Schnupperkurs zum Fliegenfischen arrangiert. Die Fischerausrüstung besteht aus einer wasserdichten Hose, festen Schuhen und einem Fischerhut. Also das ist kein Modeaccessoire, sondern das ist eigentlich eine Schutzfunktion und vor allem es dunkelt ein bisschen die Sonne ab, dass man die Fische besser sieht und eine Sonnenbrille. Ah ja, habe ich mit. Ja. Schau, das ist das Gerät, mit dem wir heute fischen, eine Fliegenrute mit Fliegenrolle und Fliegenschnur. Das Besondere an Fliegenfischen ist das gegenüber dem normalen Angeln, dass man nicht mit dem Gewicht des Köders fischt, sondern dass man mit dem Gewicht der Schnur fischt. Das heißt, die künstliche Fliege, die ich vorne anbinde, die natürliche Fliege imitiert, wird mit dem Gewicht der Schnur quasi ans Wasser gebracht. Man versucht, wie du siehst, dass die Schnur hin und her schwingt. Vorne wäre die Fliege dran und die setze ich dann aufs Wasser. Probier es einfach einmal und ich gebe dir dann die Tipps dazu. Du hast einmal die linke Hand weg, probierst das nur mit der rechten und nicht so schwingen, sondern die Bewegung sollte in einer Linie funktionieren. Okay. Besser? Ja, ich sage einmal ausbaufähig. Ich darf das nur mal demonstrieren, nur dass du das siehst, weil du fischst jetzt so. Du schwingst das hin und her. Ja. Wichtig ist, dass ich nicht mit dem Handgelenk mache, sondern ein steifes Handgelenk. Und dann mache ich das quasi relativ steil mit der Angel. Siehst du das, wie die Schnur fliegt? Und das muss man einfach einmal intus haben. Fliegenfischen lernt man nicht von heute auf morgen. Fliegenfischen, ja, da lernt man nie aus. Das, was du eigentlich sonst da betreibst, ist eigentlich jetzt mehr Sportfischen, oder? Das heißt, man fängt einen Fisch und lässt ihn aber dann wieder frei. Ja, es ist ja so, dass ja die Salzburger AG seit 2019 das ganze Revier gepachtet hat. Und es gibt Streckenabschnitte, wo man den Fisch wieder zurücksetzt. Das sind gerade auch Gebiete, wo man urtümlichen Fischbestand drinnen haben, wo man eigentlich nicht zusätzliche Besatzmaßnahmen machen möchte. Und wenn man nur herausnimmt und nichts einsetzt, würden die Fische weniger. Wir haben aber auch Streckenabschnitte, wo man Fische entnehmen kann. Also wo ich mir meine Forelle oder meine Esche fangen kann und dann Mittag zum Braten. Okay. So, ich würde sagen, üb noch ein bisschen. Ja, passt. Ja, das klappt ja schon ganz wunderbar. Und dann legst du es einmal beim Vorwärtsschwung, legst du es dann aufs Wasser. Dann schwimmt die Schnur am Wasser mit dem Köder dran und dann nimm es wieder auf und schwing es wieder nach hinten. Ich glaube, ich bin bereit für die Fliege. Du bist bereit für die Fliege? Ja. Glaubst du das auch? Ja, ich glaube auch. Okay. Als Fliegen oder Trockenfliegen bezeichnet man die kleinen, handgebundenen und federleichten Köder, die man vorne bei der Schnur einhängt. Sie imitieren echte Insekten und sind in unterschiedlichen Größen und Farben in der Tasche jedes Fliegenfischers zu finden. Das heißt, man imitiert dann eine Fliege, die quasi an der Wasseroberfläche schwimmt, aber nur ganz kurz und dann wieder weg ist. Genau. Und die Fische werden ganz narrisch drauf. Hoffentlich. Das ist halt die große Kunst, richtigen Tag, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Fliege richtig zu präsentieren. Das klingt jetzt wahnsinnig komisch, aber es ist ja so. Es gibt Fliegenfischer, da fischt einer, der fängt einen Fisch nach dem anderen, nebenbei steht einer, der fängt nichts. Okay. Das ist einfach die Präsentation der Fliege, das richtige Muster ist da ausschlaggebend dafür. Spannend, okay. Einer, der das ganz besonders gut beherrscht, ist Johann Ronacher. Er fischt hier schon seit Kindheit an. Was hast du denn da gerade gefangen? Ich habe eine schöne Bachforelle gefangen, aber wir werden die wieder zurücksetzen. Ja, natürlich. Ja. Ungefähr so flink wie die Forelle ist Markus in der Zwischenzeit im Kraftwerk Hintermur angekommen. Servus Hans. Servus Markus. Ich möchte heute ein bisschen was über den Ursprung des Stroms im Lungau erfahren. Ja, da zeige ich das Murferwerk, weil das ist schon 100 Jahre alt und das produziert 100 Jahre schon lang in Strom. Apropos Strom, ich brauche ein bisschen was für mein Auto. Hättest du was für mich? Das ist selbstverständlich. Ja. Wir sind da im Kraftwerk Hintermur, da haben wir Strom genug. Wo sonst, ne? Also wie da. Dann fahre ich gleich rein, oder? Ja, gerne. Ja.
Also tanken mitten im Kraftwerk hat schon was. Wow! Da hast du mir aber nicht so viel versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist schon lässig, gell? Das ist unser Murfall mit dem Murfallwerk. Und wenn du dann schaust, das Kraftwerk ist vor 100 Jahren gebaut worden. Vor 100 Jahren, 1922, ist das in Betrieb gegangen. Und das ist wirklich da dann der Ursprung von der Stromversorgung im Lungau. Weil das war das erste Drehstromkraftwerk und mit dem hat man einen Strom transportieren können. Und das ist in den 20er Jahren schon bis nach Gmünd um und nach Kärnten passiert, von da aus. Haben wir schon die Kärntner versorgt? So schaut es aus, ja. Aber nur bis zum 50er Jahr, weil da ist das nachher an die Keller getreten worden. Und in den anderen Orten wie Damsweg und St. Michael und Mauterndorf haben sie Gleichstromwerke gehabt in den 20er Jahren. Da war die Versorgung, die Entfernung war da dann begrenzt, weil das einfach nicht möglich war. Und da, vom Murfallwerk, von Mur aus, ist das praktisch die Entwicklung vom Lungau aus passiert. Wenn man sich das so anschaut mit dem Wasserfall, mit dieser Felswand, richtiges romantisches Platzl, warum hat man das hier gebaut? Der Grund war deswegen, weil da haben wir eine Geländestufe, eine natürliche für 70 Meter und die hat man energiewirtschaftlich ausgenutzt. Bei dem Wasserfall kommt ja jede Menge Wasser runter. Woher kommt das eigentlich? Ja, das Murfallwerk ist eingebettet in die Pumpspeicheranlage Hintermur. Wenn man jetzt da rauf geht, flussaufwärts, kommt man als erstes zum Ölschützenspeicher. Das ist das untere Speicherbecken vom Kraftwerk Hintermur. Wenn man nachher noch weiter geht, auf zum Rotgültensee, kommt man zum Speicher Rotgülten und das ist ein ganz wunderbares Platz. Und das schaue ich mir jetzt noch an, glaube ich. Auf diese Idee ist aber nicht nur Markus gekommen. Ich bin schon längst an dem malerischen Plätzchen und darf ausnahmsweise bei einer Betriebsfahrt der Salzburger AG den See mit dem Motorboot erkunden. Der Rotgültensee liegt auf über 1700 Meter Seehöhe und wurde 1957 von einem natürlichen See zu einem Speichersee umgewandelt, der natürlich gewartet werden muss. Wir machen unsere Stauraumkontrolle, die wir monatlich durchführen müssen. Wir sind da jetzt bei der Hochwasserentlastungsanlage, der Hochwasserüberlauf mit der Treibholzsperre. Das soll verhindern, dass da das Schwemmholz in die Hochwasserentlastungsanlage eingeschwemmt wird. Das müssen wir auch dann und wann freiräumen. Dann fahren wir noch rein zum Einlaufbauwerk. Das ist da, wo das Wasser vom Rotgültensee runter zum Kraftwerk Hintermoor in den Stollen fließt. Dann machen wir noch eine Kontrolle vom Staudamm selber. Da kann man in den Staudamm reingehen und da müssen wir Messungen machen. Schöner Arbeitsplatz hast du. Ja, bei so einem Wetter ist das ganz, ganz schön. Gleich am Rande des Speichersees steht die malerische Rotgültenseehütte. Von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf den großen Hafner, die mit über 3000 Meter Seehöhe höchste Erhebung des Lungaus. Hat er sich eh schon, Markus? Grüß dich! Hey, was machst denn du da herum? Da habe ich einen Tipp gekriegt von Gottfried und bin da jetzt eine Runde mitgefahren auf einer Betriebsfahrt. Bootal fahren am Hochgebirgssee. Voll schön. Danke sehr. Hunger hätte, wie schaut's aus? Ja, gehen wir was essen. Ja, auf jeden Fall. Hütten, glaube ich, hat eh offen.